Ich hab mal Amigos, hier ist euer Seven Sasuke und heute zeige ich euch halt meine Welt halt. Also erstmal. Boom. Hier erstmal mein Haus. Ja, hat. Ist halt der klassische Beginn einer. Oder jeder Welt halt. Ich habe hier eine Klinge. Ich habe hier halt der Besitzer dieses Hauses. Und da noch ein Creeperkopf. Also, ja, so ähnlich halt. So, zack. Natürlich habe ich auch Würzel verwendet. So, hier sollte eigentlich meine Lore drin also sitzen, aber egal. So, das ist mein sogenanntes Hopperspiel. Ich habe das selbst aufgebaut, ohne Anleitung. Dabei geht es halt, also eigentlich sollte das als Ball benennt sein, aber egal. Also man soll es halt von hier aus irgendwie halt da in diesen Hopper reinwerfen. Hallo? Und da? Dann kommt es halt wieder raus. Ja, sehr interessant. Dann gibt es natürlich hier noch ein paar Öfen. Das hier, dazu kommen wir gleich. Hier haben wir eine schöne Treppe, hier eine Truhe, da ist auch noch mal was drin. Ja. Hat Experimente. Hier ist so mein Stuhl. Zack, zack. Hier ist Fernsehen. So eine Couch sein. Jukebox, ein Zaubertisch, dann halt hier noch so ein Bett, ein paar Kisten, dies und das, halt das normale. Hier mal, das soll halt eine Lampe sein und ja. Das habe ich einfach nur gebaut, damit man halt Items wegschmeißen kann. Zack. Ja. So, und im Falle, dass ich mich jetzt ausgesperrt habe, ups. Geht nicht, ihr seid nichts. Ach, im Fall aller Fälle ist natürlich so ein Gang. Dann, so, hier ist auch nochmal Licht. Hier nochmal ein Creeperkopf. Boom, und boom. So, hier war eigentlich meine Lore drin. Toll. Oh, ey, ich habe mich doch eigentlich vorbereitet für dieses Video. Stream konnte es nicht werden, weil mein Handy es nicht erlaubt. So, dann fährt man eigentlich hier halt lang mit einer Lore und dann kommt man auch hier an. Boom, Knopf, zack. Okay, das ist mir noch nie zuvor passiert. Also hier nochmal. Okay. Ja. So, wir gehen gleich hier lang, aber erstmal gehe ich hier lang. Ja, also natürlich, ich habe mal aus Versehen diese Menschen angebracht, dann habe ich einfach Parcours hingeschrieben und ja. Dazu kommen wir gleich. Ach ja. Und natürlich, ich habe all dies selbst gebaut. Und ich habe eine neue Taktik entwickelt. Und zwar, wenn ich halt, also das hat so einen Knopf, wenn ich den drücke, dann tut das halt irgendwie halt Switzerland hat hier zu diesen Pisten gehen. Diese Pisten wird diesen Beobachter. Ein Switzer-Signal halt geben und das gibt halt das Switzer-Signal hier rüber
So, ja, dann wieder selber und boom. Ja, dann kann man das machen. Boom, boom, boom. Jetzt gucken. Ah, na gut, so. Boom. Schon wieder ein bisschen nach vorne. Ja, so. Zack. Ja, also eigentlich sollte man hier hochfliegen und dann hier an diesem Spinnennetz landen. Wenn dann ganz langsam halt hier rauf. Hallo. Das hier. Hat man halt das. Ich habe herausgefunden, umso länger man das fährt, irgendwie wird es halt schneller. Irgendwie halt so. So, warum ist hier eine gigantische Fläche voll mit irgendwelchen Steinen und nichts? Ich wollte hier eigentlich so eine sogenannte Redstone-Messe hinbauen. Ja, das ist halt nichts geworden ist, habe ich sie woanders. Hier habe ich einfach so einen See halt zugebaut. Ist halt ein Teich halt, die kann man nicht reinsetzen. Boom. Hier ist Meteoriteinschlag. Hier ist Lava. Boom, kann man rein. Vielen Dank. Immer wieder sowas von der Noob. So. Das habe ich nicht gebaut. Das ist für einen Freund von mir. Das hier habe ich natürlich auch ich gebaut. Also ich würde sowas niemals machen. Ach so, ja. Oh, ich vergesse das immer wieder. Und zwar eigentlich sollte das ist halt so sein, wenn man startet, dann spawnt man eigentlich hier, muss man nur noch das hier machen. Ja, habe ich auch mal versucht, den Nether nachzubauen und ja. Dann landet man halt hier und ist tot. Das ist halt das Übliche. So, hier habe ich eine 2x2 Pistentür gemacht. Boom, boom. Keine Ahnung, was das soll. Ich habe halt einfach versucht, so wie so ein Puzzle halt zu machen. Nein, jetzt ist es versperrt durch. Nee, die Welt ist einfach viel zu klein für mich. So, das ist mein Bunker. Das war ja mal Wasser. So, ich kann hier mal Lichter machen. Das mache ich schon zu. Hier ist halt ja, einiges. Lage der Deutschen Republik. Und natürlich hier, zack, Sommerbuch, boom, einfach. So, nochmal hier, 2x1 Tür. Und hier ist es. Ein Reich, das ist Sammy's Wetzelmesser. Regeln nicht zerstören.
nur Hebel oder Knöpfe betätigen. Okay, also zuerst fangen wir natürlich damit an. Das ist ja. Dann natürlich den Hebel da drücken, dann ist hier im Bett. Boom. So. Wir fangen natürlich mit der einfachsten Pistentür an, die es eigentlich möglich ist. Also hier, zack. Dann hier durchgehen und dann das hier. Dann haben wir hier easy 2x2 Pistentür. Babab. Ja, ich habe halt vorhin bloß gezeigt, bloß ist nochmal einfacher. Dann ist halt hier, kann ich nicht durchgehen. Boom, kann durchgehen. Kann sich rüberfliegen. Also das ist von einem einem Herr Hard Music unterstrich W. Ja. So, das hier ist natürlich auch einer meiner genialsten Kreationen. Das kann man natürlich bei größeren Pistentüren benutzen. So, hier natürlich mein Haus, boom, oder? Boom. Ganz normal. Zack. Hier nochmal, ein normales Haus. Boom, boom, boom. Zack. So, hier ist ein Fahrstuhl, da, Fahrstuhl. Boom. Boom, boom. Ein normales Sehen, zack, zack. So, man kennt es halt hier, man tritt darauf und useless Machine. Ja. Das ist halt hier ein Mülleimer, man kann aufmachen und zack. Das ist meine größte Kreation. Das Einzige, was es macht, ist irgendwie. Man platziert einen Sandblock und dann. Ja. Sollte eigentlich mein Fahrstuhl sein, aber egal. Naja. Es ist halt von mir. Eigentlich eine automatische Zuckerrohrfarm. Oh, da ist schon mal Zuckerrohr. Boom. Ja, und ich habe natürlich auch hier. Ne? Und es geht natürlich auch hier auf und zu. Zeige ich euch später. Also hier ist nochmal der Weg. Oh mein Gott, was hat sich gerade bewegt? Oh mein Gott! Ja! Wie ist doch mal eine. Also, es ist halt sozusagen wie so ein Blockrad. Also, ich zeig's mal kurz. Hier, da ist Geld, jetzt ist es da, jetzt ist es da, jetzt ist es da, jetzt ist es da, jetzt ist es da. Es ist halt ein Rad, es sind fünf verschiedene Blöcke. Und ja. Ich glaube, das war alles, ja. Okay. Das war's von meinem Bunker. Nee, zeigt halt doch nicht. Hierzu muss ich im Kreativmodus wechseln und ich bin die falsche Seite geflogen. Ich habe halt einen super langen Weg hier gebaut. Und ja, zack, Bogen überlegen. Ja. So. Das war's auch von dem. Ja, ich habe natürlich auch noch hier mehr. So,
hier ist eine wunderschöne Säule. Und wenn ich es kaputt mache, kann man sehen, ich habe hier halt so Glas gemacht. Ne? Und das ist bis zum Limit. Ja, irgendwie halt so. Natürlich, in der Kiste. Ja, das ist sogar ein Boot. Und zwar kann man das machen. Ich gehe jetzt einmal zurück. Boom, boom. Kann halt ultra schnell beschleunigen. Ich habe natürlich noch ein Loch. Entschuldigung. Also, das ist natürlich noch und noch halt. Ja, mit dem Zerboden. Das haben wir schon gesehen. Das haben wir schon. Oh, irgendwo hatte ich hier noch eine Mini-Base. Oh, zeige ich mir dieses komische etwas Haus hier. Zwar, was zu besonders ist an diesem alten und schäbigen Haus. Boom! Aha, und da habe ich gefragt, ob ich sowas gebaut habe. Natürlich nicht. So, zack, eine kleine Base. Bam, bam, bam. In der Kiste. Und da diese Dinge. Oh, das ist natürlich wieder zu hell für meine scheiß Kamera. Kann man natürlich. Boom, 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 boom. Boom. Ja, dann haben wir noch das hier und das halt irgendwas. Ah ja, hier ist nochmal eine etwas andere Version davon. Eine Noob-Variante. Ja, wie gesagt, dann kann man eigentlich hier auf dem Haus, das ist in der Spinne, zwar keine Ahnung. Wie war hier, boom. Das ist halt so eine Kiste. Ja, hier halt ein Balkon, kann ich raussetzen. Und ja. Boom, Spinnnetz, Fenster, eine Mini-Farm. Ja, richtig geil. Und dann noch das hier. Geil, hier ist auch so eine Rüstungsstunde. Ja, ein Bild, ein Amboss und halt alles, was hier drin ist. Irgendwie. Ich habe mich null vorbereitet für das Video. Ah ja. Ach so, damit sollte man sich selber töten, wenn ihr gefallen ist. Kreativ, kreativ. Okay. So. Dann muss ich nochmal hier zurückgehen. Irgendwo. Irgendwann. Ja, hier ist es ja. Jetzt bin ich richtig lost. Okay, ich habe doch nicht meine ganze Welt zugebaut.
das kenne ich. I am lost. Hallo, wo ist meine Welt? Das ist doch jetzt nicht wahr. Okay. My fly stuck in a cobweb. No. Hallo? Ah. Okay. Okay. So, irgendwo. Ja, klar. So, jetzt bin ich hier. Capoletti. Ja, das ist ja. Okay, so. Also, hier ist halt meine Mine. So, original. Hier ist meine alte Base. Hier war mein Hund drin. Ich bin irgendwann mal hochgeflogen und hat sich dann schon wieder teleportiert und ist gestorben. Danke nochmal dafür, für dieses Enttäuschung. Irgendwas. Ja, halt. Original. Uff. So, was gibt's denn noch hier in meiner Welt? Oh, das dauert. Mann, es wird wieder Jahre dauern, bis es. Video hochlegen. Das ist ein Dungeon. Einfache Pistentür. Boom, Alter. Ich hab's einfach besser umgekommen. Du hast den. So, geht man durch. So, hier ist natürlich nochmal ein Meteoroid. Irgendwo war noch ein richtig großer Meteorit. Habe ich natürlich mit einem. Oh mein Gott! Ich kann es nicht glauben. Oh, das wird einfach nur geil aussehen. Ja, dann halt. Natürlich auch hochlaufen. Boom. Und ja. Oh Gott. Meteorit. Also ich kann keinen Livestream machen, weil mein Kanal halt nicht diese Anforderungen hat. Kanal sozusagen halt einfach so scheiße, damit ich einen Livestream machen kann. So, hier. Boom. 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 Meteorit. Okay. Ja. So, das. Ey, da ist immer irgendwas in meiner Welt. Das soll jetzt Sky Wars sein?
Man hat natürlich einen Baum, einen Stock, einen Wassereimer und einen Lavaeimer. Eigentlich sollte man einen Eisblock nehmen, aber ich habe noch nicht Skyblock gespielt. Weil ich hier auf dieser PlayStation 3 spielen muss. So, jetzt in Buchstaben. Jetzt gehe ich einmal hier runter. Zack, zack, zack. Bum, bum, bum. So. Und zwar da oben. Also, wenn man hier so rausgeht, dann ist das halt so. La 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 la. Ich bin ein Spieler und auf einmal, hoch, was ist denn das? Eine Farbe eines Spielers. Geheime Base, gleich TNT-Schlamm und alles weg. Gleich alles wegballern. Tja, haha. Und falls ihr denkt, dass hier halt nur diese Barriere ist, boom, hier ist doch einer. Und da kommt das Glas. Richtig geil, ne? Mal wieder der Pro. So, ja. So, da das ja gerade geschlossen ist. Ja, alles klar, so mal. Da. Und hier. So, ich muss leider aufhören, weil mein Speicher zu kacke ist. Da ich eigentlich ein neues Handy habe. Also, abonnieren, nicht eskalieren und irgendwas halt. Okay, bye.